herzlich willkommen zu Lausitz TV am Dienstag. Das ist euer News-Update aus der Region. Ein oder mehrere Feuerteufel schlagen Nacht für Nacht in Cottbus zu und kein Auto ist sicher. Egal welcher Stadtteil es ist, überall werden PKWs angezündet. Die Polizei ermittelt unter Hochdruck. Zum aktuellen Stand ist heute Mittag Ines Filon von der Polizeidirektion Süd an die Presse getreten. Wir haben mit verschiedenen Gruppen von Tätern zu tun. Also das ist nicht so, dass dann irgendwo, es gibt ja dann auch, die Menschen unterhalten sich, jeder ergänzt das irgendwo von seinen eigenen Vorstellungen, die er da hat, und sagt, hier geht ein Feuerteufel um einer. Nein, das ist nicht so. Wir haben hier auch schon Personen ermitteln können, zum Teil Jugendliche, die hier abends losgezogen sind oder in der Nacht und dann irgendwo gezündelt haben, auch in leeren Gebäuden. Zum anderen haben wir aber auch verschiedene Personen, die psychisch auffällig sind, also wo hier eine Erkrankung vorliegt, die deswegen zündeln, auch in dem Zusammenhang mit PKWs. Es ist für uns eine sehr aufwendige Arbeit, die wir selbstverständlich leisten, dafür sind wir da. Wir werden dann auch zukünftig ressortübergreifend, das machen wir so und so, aber wenn wir das alles soweit haben, es geht hier immer um freiheitsentziehende Maßnahmen, da bitte ich nochmal, man kann nicht einfach Menschen die Freiheit wegnehmen. Das muss schon dezidiert unterlegt sein und auch gerichtsfest sein, wo wir dann gucken, wo können wir auch diesen Personen, ich sage mal, helfen. Die Ermittlungen laufen also und die Polizeikontrollen werden verstärkt. Habt auf jeden Fall selber ein wachsames Auge, was euer Auto und das von den Nachbarn betrifft. Etwas unfreiwillig ist Dietmar Woidke Ministerpräsident geworden. Sein Vorgänger Matthias Platzek hat den Posten vor 11 Jahren geräumt und wollte unbedingt Woidke als Nachfolger. Er ist seitdem Landesvater, gibt sich volksnah und haut, wenn es sein muss, auch mal auf den Tisch. Das ist bei den Brandenburgern bislang angekommen, denn Dietmar Woidke war immer der beliebteste Politiker. Auch aktuell wünscht sich die Mehrheit ihn als Ministerpräsidenten. Doch um seine Partei, die SPD, steht es bekanntlich nicht gut. Deshalb muss Woidke zittern. Über die politische Stimmung in Brandenburg haben wir mit ihm beim Besuch im Schützenverein Forst gesprochen. Die Wurzeln des Forster Schützenvereins reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück und damit tief hinein in eine Zeit der großen Veränderungen zwischen Mittelalter und Renaissance. Ganz so grundlegende Umbrüche wie damals sind heute zwar kaum zu erwarten. Aber trotzdem war es wohl kein Zufall, dass der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke den Verein gerade jetzt besuchte. Schließlich steht am 22. September die Landtagswahl an. Und welche politische Zukunft sie für Brandenburg bringt, lässt sich heute noch nicht sagen. Die aktuellste Umfrage stammt von Anfang August. Sie sieht die AfD mit 24% als stärkste Kraft und die SPD mit 20% auf Platz 2, dicht gefolgt von der CDU mit 19%. Sollte so auch im September gewählt werden, wäre die Regierungsbildung für den SPD-Politiker Dietmar Woidke diesmal deutlich schwieriger. Also Umfragen sind Umfragen. Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, diese Landtagswahl zu gewinnen. Ich werde alles dafür tun. Ich bin rund um die Uhr unterwegs im Land, erlebe sehr viele Menschen, die nicht nur sehr interessiert sind, sondern die auch mich unterstützen, auch mich persönlich, aber auch die Brandenburger SPD. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Umfragen, die übrigens ähnlich sind, wie sie schon vor 5 Jahren waren, am Ende nicht das Wahlergebnis sein werden. Wir werden ein gutes Wahlergebnis haben und ich bin fest davon überzeugt, dass das Land Brandenburg auch weiter in guten Händen bleibt. Woidke zielt jedenfalls klar auf eine weitere Legislaturperiode als Ministerpräsident. Allerdings hat er für seine Kandidatur bereits eine Bedingung geäußert. Er will sich nur dann zur Wahl stellen, wenn die SPD stärkste Kraft wird. Wohlwollend könnte man diese Aussage als Ausdruck des Selbstvertrauens eines beliebten und erfolgreichen Politikers auffassen. Kritiker betrachten die Ankündigung angesichts einer starken AfD eher als riskantes Manöver, das nach der Wahl zu noch mehr Problemen führen könnte. Es ist so wie bei der Bürgermeisterwahl oder bei der Landratswahl, wenn man kandidiert, wird man gewählt oder man wird nicht gewählt. Und das ist beim Ministerpräsidenten nicht anders. Es ist eine ganz normale, es ist eine Personenwahl. Am Ende geht es auch darum, wer dieses Land führt. Und es geht hier um das Land Brandenburg.
Und deswegen ist es nicht so was Besonderes, aber dass ich das nochmal deutlich gesagt habe, hat auch was damit zu tun, dass ich deutlich machen will, es geht hier um das Land Brandenburg und es geht vor allen Dingen darum, wer dieses Land in Zukunft führt. Anders als bei einer Bürgermeisterwahl wird der Ministerpräsident allerdings nicht direkt gewählt. Stattdessen ringen 14 Parteien und politische Vereinigungen um die Wählergunst. Je nach Ergebnis wird dann üblicherweise eine Koalition gebildet, die mit ihrer Mehrheit im Landtag den Ministerpräsidenten wählt. Aktuell regieren SPD, CDU und Grüne das Land gemeinsam. Die Grünen befinden sich allerdings im Umfragetief und auch ein Wiederaufleben der rot-roten Koalition aus 2014 ist angesichts einer schwachen Linken nahezu ausgeschlossen. Zudem mischt diesmal auch das Bündnis Sahra Wagenknecht mit, dem zuletzt 17 Prozentpunkte prognostiziert wurden. Doch Umfrageergebnisse sind nicht mehr als ein ungefährer Trend. Und Woidke will jetzt möglichst viele Menschen davon überzeugen, die SPD zu wählen. Ich will, dass dieses Land Brandenburg sich weiter gut entwickelt, dass wir weiter wirtschaftlich erfolgreich sind, als Basis auch für Perspektiven, für Ausbildungsplätze, als Basis aber auch für eine weitere gute finanzielle Entwicklung. Mehr Polizei kostet Geld, mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Erzieherinnen und Erzieher. Das alles muss finanziert werden und deswegen, glaube ich, ist der Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, der uns immerhin in die Spitze des Wirtschaftswachstums in Deutschland geführt hat, der richtige. Aber wie gesagt, wir sind erst die ersten Schritte gegangen. Weitere Schritte müssen folgen und das will ich gerne weiter begleiten. Die Erfolge der aktuellen Landesregierung sind kaum von der Hand zu weisen, gerade in der Wirtschaftspolitik. Doch es gibt auch viele Menschen in Brandenburg, die einen Wechsel herbeisehnen. Am 22. September entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler über die Zukunft des Landes Brandenburg. Und wenn ihr euch noch unschlüssig seid, wen ihr wählen wollt, für Brandenburg ist der Wahl-O-Mat freigeschalten. 38 Fragen müssen beantwortet werden. Ihr könnt zwischen stimmt, neutral und stimmt nicht auswählen. Durch die Antworten wird ermittelt, welche Partei zu euch passen könnte. Derbys sind in jeder Sportart das Highlight. Doch beim Football haben diese zusätzliche Brisanz. Denn allein durch die Montur der Spieler geht es beim direkten Schlagabtausch hart zu. Und wenn dann noch eine Mannschaft aus Rostock zu Gast ist, sowieso. Für die Zuschauer ist es somit das perfekte Match, was sie am Samstag bei den Cottbus Crayfish gesehen haben. Dice Ride Number 3 Jet Spielberg. Help Baby Dizzy X Fan. Oder einfach nur Corndog. Für viele klingen diese Begriffe nach Unsinn oder im besten Fall nach etwas zu essen. Für Kenner sind das jedoch Bezeichnungen für die unterschiedlichsten Spielzüge im American Football. Auch bei den Crayfish konnte man am vergangenen Samstag den einen oder anderen kreativen Namen für das nächste Play hören. Denn es ging im Ostderby gegen die Rostock Griffins, die als klarer Favorit in das Spiel der zweiten German Football League gingen. Doch der Aufwärtstrend der Crayfish gab Anlass zur Hoffnung. Na, was haben wir uns vorgenommen? Natürlich zu gewinnen, wie in jedem Spiel. Es wird natürlich schwer. Rostock ist Tabellenzweiter aktuell. Aber wir kommen natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, weil wir letzte Woche ja bei Lübeck im Auswärtsspiel gewonnen haben. Zwar knapp, aber einen Sieg eingefahren und es hat dem Team nochmal einen ordentlichen Push gegeben dieses Wochenende. Und das Spiel hielt, was es versprach. In den beiden ersten Vierteln spielten die Crayfish und die Griffins auf Augenhöhe. Der Tabellenunterschied war nicht zu erkennen. Eine taktische Meisterleistung folgte der nächsten und auch die Touchdowns häuften sich. Die Atmosphäre bei 35 Grad im Stadion war ansteckend. Ein echter Krimi der zweiten Liga. Doch nicht nur die Qualität der Spieler und des Staffs müssen nach dem Aufstieg in die zweite Liga gewährleistet sein, sondern auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Diese können nur durch die Unterstützung starker Sponsoren wie der Sparkasse Spree-Neiße erfüllt werden. In dieser Hinsicht ganz klar, wir sind jetzt aufgestiegen in die GFL 2 und die GFL 2 bringt ganz andere Kosten mit sich. Wir haben größere Auswärtsfahrten, die weiteste Fahrt dieses Jahr sind Düsseldorf und Oldenburg und ohne so große Sponsoren wie die Sparkasse ist sowas heutzutage einfach nicht mehr machbar. Also die unterstützen, wo es geht und unser Budget hat sich verdreifacht und dann brauchst du einfach so große Sponsoren, die wo dir in den Rücken stellen. Deshalb bekommen sie als Dank auch die Möglichkeit, sich abwechselnd an den Heimspielen zu präsentieren. Dieses Mal war die Sparkasse Spree-Neiße dran. Doch den Spielverlauf können die Sponsoren natürlich nicht beeinflussen. Am Ende mussten die Crayfish nach hartem Kampf gegen die Griffins jedoch eine Niederlage hinnehmen. Trotzdem kann sich die Leistung sehen lassen und man kann mit gestärktem Selbstbewusstsein in die letzten Ligaspiele gehen.
Und während die Crayfish mitten in der Saison sind, startet der LHC Cottbus. Anwurf für die dritte Liga ist diesen Samstag. Die Jungs beginnen auswärts gegen Eiderharde. Das erste Heimspiel ist am 7. September in der Lausitz Arena. Ihr könnt euch aber jetzt schon eine Dauerkarte oder ein Tagesticket holen. Alle Infos bekommt ihr auf der Homepage vom LHC Cottbus. Viele junge Lausitzer sind schon aufgeregt. Nächste Woche startet wieder die Schule und auch die meisten Ausbildungen beginnen. Dann geht's wieder von vorne los und die Lehrlinge fangen ganz klein an. Manon Giribelli fühlt mit. Sie hat ganz frisch ausgelernt und wurde von der Knappschaft Bahnsee übernommen. Hier ist eure Christine. Heute bin ich wieder vor Ort bei meiner Arbeitgeberin, der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Wusstet ihr, dass die Knappschaft Bahnsee auch ausbildet? Und das mit dem Ziel, die Azubis danach auch zu übernehmen. Jetzt treffe ich Manon Giribelli, die kürzlich ihre Ausbildung erfolgreich bei uns abgeschlossen hat. Ach, hallo Christine. Hi. Ja, schön euch zu sehen. Ja, ebenso. Schön dich zu sehen. Was macht ihr? Wir schauen uns ein paar Bilder an von der Abschlussfeier dieses Jahr. Am letzten Tag als Azubi. Ach, schön. War eine schöne Feier und sind auch echt schöne Bilder geworden. Ja, und ich bin auch wirklich froh, dass alle Azubis bei uns übernommen wurden im Unternehmen. Bei der Wahl aus unseren Unternehmensbereichen hast du dich ja für die Minijobzentrale entschieden. Warum? Die KBS ist ein riesengroßes Verbundsystem und die Minijobzentrale ist ein Teil davon. Das wollte ich schon in der Ausbildung nicht missen. Der Aufgabenbereich ist wirklich groß, Langeweile, immer ein Fremdwort, das ist immer was zu tun. Und mir gefällt der soziale Aspekt per Kommunikation mit den Arbeitgebern sehr, sehr gut. Mhm. Wie wär's? Zeige ich dir mein neues Büro? Ja, sehr gern. Wie ich sehe, bist du hier ja auf jeden Fall in guten Händen. Und wenn du eine Frage hast, ist bestimmt doch jemand da, der dir weiterhelfen kann. Ja klar, ich habe meine Kollegen hier vor Ort. Ich habe die Kollegen im Homeoffice. Jeder ist immer bereit, mir zu helfen. Ich kann jederzeit anrufen, Fragen stellen. Ich wurde von Anfang an wirklich herzlich aufgenommen in dieser Gruppe. Und ich profitiere natürlich unheimlich von dem Wissensschatz, den meine Kollegen haben. Ja, das stimmt. Und freuen Sie sich auf Unterstützung durch Manon? Natürlich. Es ist schön, in einem jungen, dynamischen Team zu arbeiten. Es bereitet viel Freude und wir freuen uns natürlich über jeden Neuzugang, den wir bei der KBS begrüßen dürfen. Ja, und was hast du dir denn in den nächsten Wochen in deinem ersten Job vorgenommen? Natürlich ist es so, dass meine Kollegen noch viele Aufgabenbereiche übernehmen. Ich möchte immer weiter ins Team reinwachsen. Ich möchte natürlich den Wissensstand, den ich mir jetzt 3 Jahre lang hier im Haus angeeignet habe, immer weiter ausbauen. Neues dazulernen. Und da ich noch nicht ganz so die Routine habe, da steht natürlich an Nummer 1, ich möchte meine Routine finden, ich möchte selbstständiger werden, damit ich dann hier wirklich als vollwertiges Mitglied in der Gruppe produktiv werden kann. Dann wünsche ich dir, dass alles so klappt, wie du es dir vorgenommen hast. Und wenn ihr euch für eine Ausbildung bei uns interessiert, dann könnt ihr euch ab sofort online bewerben. Klickt hier rein. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis bald. Eure Christine. Neben der Knappschaft locken noch weitere Big Player wie die LEAG oder die Deutsche Bahn die Azubis an. Natürlich haben aber auch die kleineren Betriebe ihren Charme. Und bei rund 1400 aktuell noch freien Lehrstellen in Südbrandenburg gibt es auch für die Unentschlossenen last-minute-mäßig eine große Auswahl. Damit aber rechtzeitig die Bewerbungsunterlagen abgegeben werden, laufen die sogenannten Praktikumswochen.
Mein Name ist Tobias Drechsel. Ich bin der stellvertretende Bereichsleiter des Bereiches Pflege im Diakonischen Werk Niederlausitz. Wir sind hier in der Feldstraße 24 in Neuschmelwitz, dem Hauptstandort unseres Werkes. Und es ist das Diakonische Alten- und Pflegezentrum Albert-Schweitzer-Haus. Wir bieten im Prinzip das gesamte Spektrum an, was diakonische Arbeit leistet. Das geht von Sozialarbeit, Jugend, Clubs haben wir mehrere. Wir haben Stadtmissionen, Schuldnerberatung, begleitetes oder betreutes Wohnen für verschiedene Menschen. Wir haben eine Einrichtung der Eingliederungshilfe, wo Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstständiges Leben ermöglicht wird. Und das größte Standbein ist im Prinzip die Altenhilfe oder Altenpflege. Wir haben 4 stationäre Einrichtungen, 4 Einrichtungen der Tagespflege, wo die Menschen nur von 8 bis 16 Uhr zu uns kommen und sonst zu Hause ihren Lebensalltag verbringen. Und wir haben auch 2 Sozialstationen, ambulante Pflege, wo wir die Klienten zu Hause besuchen, wenn sie Hilfe benötigen. Die Praktikumswoche begleiten wir oder führen wir mit durch seit 3 Jahren, also von der ersten Stunde an. Wir haben dort unsere Tagespflegen ausgewählt, wo wir die Praktikanten gerne einladen, einen Schnuppertag zu verbringen, weil es einfach einen leichten Einstieg in die Pflege bedeutet. Von 8 bis 16 Uhr kommen die Praktikanten, können den Tag hier mit uns erleben und schauen, was bedeutet Pflege, können Kontakt zu älteren Menschen gewinnen, den sie vielleicht in ihrem Alltag gar nicht mehr so haben. Die Praktikumswoche ist eine wunderbare Möglichkeit für junge Leute, sich mal so ein bisschen umzuschauen und umzuhören, mal wenigstens einen Tag in einen Betrieb hineinzuschnuppern, ganz egal, ob in einem Pflegebetrieb, im Krankenhaus, in der Gastronomie, im produzierenden Gewerbe, ganz egal. Letztlich geht es um Berufsorientierung. Viele junge Leute wissen überhaupt gar nicht, wie viele Ausbildungsplätze es in Cottbus und in Spree-Neiße gibt, und darum ist es wichtig, das einfach mal sich anzuschauen. Und dann gibt es ja anschließend 2 Möglichkeiten. Sie kommen wieder nach Hause und sagen zu ihren Eltern oder Freunden, nie wieder, das ist nichts für mich, oder das war eine tolle Geschichte, das könnte ich später auch mal machen, ich kümmere mich jetzt mal. Und genau das möchten wir. Also ganz viele Kriterien müssen junge Leute nicht erfüllen. Sie müssen mindestens 15 Jahre alt sein. Und das war es eigentlich auch schon. Und Sie müssen sich dann anmelden. Das kann man übers Internet ganz, ganz einfach machen. www.praktikumswoche.de. Und dann gibt Mann oder Frau die Postleitzahl ein und man findet dann sofort ganz viele Betriebe, die die jungen Leute mit offenen Armen empfangen, sich das mal einen Tag lang anzuschauen. Also ganz easy. In Cottbus wird ein filmisches Feuerwerk gezündet. Die Sommerkomödie Ein Feuerwerk für die Kleinstadt feiert am Samstag um 20 Uhr im Weltspiegel Premiere. Auf die große Leinwand kommt dann eine Geschichte aus der Lausitz mit Lausitzern und der Stadt Spremberg als Kulisse. Karten könnt ihr bereits kaufen. Und den Talk, den wir mit Regisseur Erik Schiesko und ein paar Crewmitgliedern gemacht haben, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und in der Mediathek. Das war's schon für heute. Schaltet auch morgen wieder ein. Tschüss. Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Richtig für Cottbus und Cottbus.
Nachtschwärmer, aufgepasst! Die 20. Jubiläums-Museumsnächte erwarten euch an den Wochenenden vom 1. bis zum 29. September. Mehrere Nächte, eine Region. Museen, technische Denkmäler und Kultureinrichtungen präsentieren Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm findet ihr auch unter lausitzer-museenland.de. Willkommen bei den Museumsnächten 2024. Wo ist Lucy? Verwebt das Los und Zwiesort. Vergiftet. Er trieb mit Schrott seinen schwarzen Spott. Und meine Tochter. So manchen Herren der Katrasier, dabei ist zuweilen ein Unglück passiert. Er hat sie. Mit ihm, wer wird Gott? Den Zwiesort. Hab ihr das Haus zu Friedensfeld. 15 Jahre hab ich dabei getrunken, zurückzukommen zu Frau und Kind. Wir waren in Gott und wohl bekannt. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.